So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Mad Games Tycoon. Immer wenn ich meine Aufnahmetaste drücke, dann kommen wir in den Bankmodus. Ja, ist für mich nicht weiter schlimm, ich werde es nicht ändern, weil ja, dann bleibt wenigstens die Zeit stehen, währenddessen ich quatsche und ich übersehe nichts. Ja, die Zeit der Roboter scheint dann demnächst zu Ende zu sein. Wir sind ein bisschen im Zeitdruck, um hier unsere Wirtschaftssimulation zu erforschen. Nachfolger, das wäre natürlich cool. Ein Genre erforschen, ja, das bekommen wir jetzt gleich. Lizenzen, okay. Künstliche Intelligenz. Ja, das wäre was für uns. Wir müssen uns jetzt halt dann überlegen, was ist wichtig für unser Wirtschaftssimulationsspiel. Welche Sachen sollten wir noch erforschen? 7 Wochen. Oh, das geht sich, glaube ich. Ja, das geht sich aus. Wenn du jetzt sofort arbeiten beginnst, dann geht sich's aus. Dankeschön. Der braucht mal ein ganzes Monat, dass er sich hinsetzt. Wenn es noch mehr 3 Wochen sind, dann brauchen wir die 50%. Oh, das wird verdammt eng. Oh, das wird verdammt eng. Oh ja, das könnte sich ausgehen. Außer er muss noch mal gehen, dann wird es schwierig. Na toll. Strategie, das ist nichts für uns. Vielleicht erst als Subgenre. Zack, das haben wir erreicht. So, und jetzt schauen wir mal, welche Features eigentlich zu uns passen würden. Ja. Das Speaker wäre natürlich nicht blöd. Wir sollten natürlich auch immer ein bisschen ja, am Stand der Dinge sein. 9 Wochen, viel Arbeitsaufwand. 50.000 kann ich gewinnen. Ja, das hilft nicht. Wir brauchen das Geld. Wir brauchen jedes Geld, das wir bekommen können. Und man sollte auch überlegen, dass man halt schon jetzt einen zusätzlichen Mitarbeiter einstellt, weil ja, weil es auch im Laufe der Zeit sehr, sehr wichtig wird. Momentan sind Sportspiele in, also das Jahr 1981 ist nichts für uns, so wie es aussieht. Schauen wir noch mal, ob wir irgendwo einen Mitarbeiter finden, der zu uns passen würde. Eigentlich überhaupt nicht. Und das mache ich dann auch nicht. Wenn es keinen Sinn nicht macht, dann brauche ich es auch nicht tun. Ganz einfach. Von den Räumen her haben wir alle. Ja. Könnte noch ein zweites Entwicklerbüro machen, dann für den Angestellten, dass wir 2 Aufträge auf einmal machen können, um eben mehr Geld zu machen, oder ich könnte hier noch einen Tisch dazu bauen. Da gibt es keine Grenzen. Wie sieht es von den Engines aus? Okay, nichts Neues. Da würde es natürlich passen, wenn wir unser Wirtschaftssimulations-Engine rausbringen, die natürlich schon sehnsüchtig erwartet wird natürlich. Das Jahr ist gleich vorbei. Schauen wir gleich mal. 8 Wochen, ja, das schaffen wir dann locker.
Mitarbeiter immer noch nicht. Okay. Speicherfunktion. Ja, das wäre natürlich ein Ding, wenn wir das schon bringen könnten. Ja, soll das zum Marketing? Okay, Marketingabteilung. Da glaube ich, kann man dann die Sachen hypen. Soweit ich weiß. Schauen wir gleich wieder 17. Ja, es geht halt momentan jetzt ziemlich viel Zeit drauf, um Geld zu kreieren. Ich brauche unbedingt einen zweiten Mitarbeiter. Beziehungsweise kann ich jetzt mal die Marketingabteilung bauen. Da reicht mir natürlich ein 3x3 komplett aus. Was kann man da jetzt machen? Statt der Marketingkampagne ja, kann man dann mal machen. Ich hoffe, ich habe ihn nicht umsonst gebaut, aber wir warten jetzt noch mit dem Schreibtisch. Sind auch schon wieder im Februar. Im Jahr 1982. So. Ja, wir haben noch immer keine Speaker. Vielleicht sollten wir mal schauen nach den Dev Kits, oder? Was gibt's denn da jetzt? Der Katari. Alles klar, alles klar. Ja, der Katari. Der wird natürlich. Wo läufst denn du schon wieder hin? Und gehen. Na. Wir müssen jetzt mal mit unserer Engine weiterkommen. Das schwierig ohne zweiten Mitarbeiter. Normalerweise hatte ich immer das Glück, dass einer dabei war, der wirklich zu mir gepasst hat, und das hilft halt dann richtig. Nur das Problem ist halt, man kann nicht alles haben. Da werden wieder zwei Aufträge, die uns wieder Kohle bringen. Aber das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Wir wollen ja ein Spiel rausbringen. Oder eine Konsole. Konsolenforschung. Hier wäre die Konsolenforschung. Boah, ist das teuer. Alter Schwede. Jetzt schauen wir trotzdem mal rein. Das Gehäuse, das kennen wir. Modul. Chipsatz. Okay. Ne, wir erforschen weiterhin noch. Alte Sachen für unsere Game Engine.
Aufträge 50.000. Oh, der wird knapp. Nee, das geht sich nicht aus. Und die 16.000, die können wir uns streichen. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas hier. Neue Engine verfügbar. Eine Arcade, nein, Blödsinn, eine Adventure Engine. Ja, mit allen Pipapo. So, bis das ich meine fertig habe, ist schon, ihr wisst schon, ist die Eisenbahn. So. Features erforschen. Wichtig für eine Wirtschaftssimulation, glaube ich. Ist eine Speicherfunktion. Ich werde jetzt nochmal die Speicherfunktion erforschen. Und ja, Geschwindigkeit, da werden wir auch immer schneller. Aber das dauert natürlich noch ein bisschen. Simulation wäre angebracht. So, wir schauen jetzt nochmal bei den Mitarbeitern vorbei. Ja, da haben wir doch einen. Mit einer simplen 3D-Engine. Hallo und herzlich willkommen in der Firma. Und Zus, wie schnell bist du eigentlich? Geschwindigkeit. Eigentlich überhaupt nicht schnell und auch überhaupt nicht gut. Ja, den 13.000, den gibt es noch, aber ich glaube nicht mal den schafft er. Naja, doch, kann er hinbekommen. Hauptsache, er tut was nebenbei, damit er hier die Punkte bekommt. Ja, zum Programmieren ist er halt überhaupt nicht gut, aber da sind wir auch noch nicht so gut. Aber wir werden besser und besser. So, bisschen Geld ausgeben noch. Zack, zack, zack. So, jetzt merke ich auch, dass was weitergeht hier. Ganz einfach. 17 Wochen für 28.000. Das passt auch. Werden wir das fertig erforschen, ihn unterstützen und dann werden wir die erste Game Engine machen und das seht ihr dann im nächsten Video. Tschüss, ciao.